Herzlich willkommen, ein fröhliches Sommerholen, zurück zu Let's Play Summoner. Da sind wir wieder. Aber bevor ich den Startbutton drücke und wir hier einfach weiterspielen, wollte ich noch erzählen, was ich gemacht habe in der Zeit, wo ich offline war, beziehungsweise wo ich nicht das Video laufen lassen habe. Es ist ziemlich viel Zeit vergangen und ich habe gesammelt. Ich habe noch das ein oder andere Level bei GK und bei Rosi, glaube ich, gemacht. Dann habe ich Vardagas Horn gefunden. Ich war noch mal in Linel, eigentlich zweimal in Linel. Ich war bei Luleva, aber ich glaube, das hatten wir noch in der Aufnahme. Bei Luleva war ich. Das war ja noch ein Quest mit dem Mädchen, was in Linel am Krondistrikt beim Theater steckt. Dann Vardagas Horn habe ich, wie gesagt, gefunden. In der Kanalisation, ganz unten, ganz hinten, ganz weit weg, wo wir damals auch die Puppe gefunden hatten für den Gerber aus Linel, der Altstadt. Also Vardagas Horn. Dann hatte ich noch mal zwei, dreimal mit den Hasen gekämpft. Von den Hasen bekam ich noch eine wundersame Waffe, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Zum einen das Donnernaginata. Ich glaube, das hatte ich schon in der Folge erzählt letztes Mal. Das ist dieses Ding hier gewesen. Sehr wertvoll, vor allem für Rosalinde unbezahlbar. Das hatte ich noch nie. Und was ich auch noch nie hatte, war der Grogmatscher. Lass den komischen Zweihandkrieger, der zwischen den Hasen rumrennt, einfach sterben und du erhältst den Grogmatscher. Ja, obwohl da nicht so wirklich... Ich sehe da keinen wirklichen Nutzen darin, weil andere Dinge besser sind. Dann habe ich, glaube ich... Irgendwie habe ich da noch ein Amulett gegeben. Dir hatte ich noch das Kampfhalsband gegeben. Das bekam ich, glaube ich, von einem Gorgon. Ich weiß es gar nicht mehr. Was trägt sie sonst noch? Ja, den Meisterring, natürlich, damit sie viel AP hat. Okay, ansonsten sind wir questmäßig schon relativ weit. Die Geheimnisse der Dakanim. Ich habe so nach diesem Herzen des Minotauren gesucht. Ich finde es einfach nicht. Und ich lasse es jetzt auch dabei, denn ich möchte das Spiel auch wirklich irgendwann mal zu Ende bringen und hier nicht noch Wochen umherkämpfen. Ich könnte natürlich auch noch so lange rumkämpfen, bis ich das Herz des Minotauren endlich gefunden habe. Ich kann auch gerne spoilern, was man dabei bekommt als Belohnung. Das weiß ich sogar noch auswendig. Aber das lasse ich an der Stelle. Vielleicht möchte ein oder andere von euch das auch nochmal spielen. Vielleicht habe ich das letztes Mal noch erzählt? Habe ich das gespoilert? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall lasse ich das an der Stelle und gönne euch den Spaß, wenn ihr denn auch welchen daran haben wollt. So, was ich aber noch abgeben will, ist auf jeden Fall Vardagas Horn. Ich gucke nochmal, wo ich denn das ein oder andere vielleicht noch vergessen haben könnte. Das heißt, wir ruckeln uns nochmal zum Podest nach oben. Deswegen beschleunige ich an der Stelle nochmal. Upsa. Damit wir noch ein bisschen schneller vorwärts gehen können. Mit der Priesterin. Wo will die hin? Ja, okay. Nur hier oben müsste es gleich ein bisschen ruckelig werden. Ja, ganz unscheinbar, ne? Ganz unscheinbar. Naja, schaffen wir schon. So. Denn das hier ist eigentlich gar nicht so unser Ziel. Wir hätten längst nach Linel müssen. Wir hätten sogar zweimal nach Linel müssen. Sogar dreimal. Das erste Mal wegen Luleva. Das zweite Mal wegen Vardagas Horn. Und das dritte Mal jetzt schließlich, um das Spiel zu schaffen. Hier, der Schädel, Herz und Gallenblase. Moment mal, ich hab das Herz? Moment mal, ich dreh mal die Pause zurück. Die Kusadi brauchen den Gott des Meeres nicht länger fürchten. Ihr müsst nun die Geheimnisse von Nutengoff von den Dakane entschlüsseln. Mögen die Geschenke für dich... Was mögen diese Geschenke dich entlohnen? Ich hab das Herz schon längst gehabt. Was? Ich hab das Herz gehabt? Was? Was? Und ich such da Stunden? Ich suche schon so lange. Was haben wir in der Panzer? Nach dem einen Moment. Gut, ich sing lieber nicht. Bevor ich mir den Panzer anschaue, schaue ich mir das mal an. Beschwören 1, Tempo 1 und 15. 40, 91 und plus 2. Das macht also plus 3 auf Beschwören. Etwas weniger Bewegung und 55 Schutz. So, und wo war jetzt das? Wo war das denn? Ja, schauen wir nochmal. Summoner-Panzer. Geil. 60 und 91. Nochmal 5 Punkte mehr, aber nichts auf Beschwören. Das macht nichts, denn wir brauchen Beschwören nicht mehr. Wir haben alles maximiert. What? Sieht gut aus. Aber was ist mit dem Schwert? Wo bekomme ich das Schwert? Da, 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 da. Ich habe kein Schwert.
Das Schwert eines Summoner. Wo würde ich das denn finden? Oder kommt das erst noch? Ich meine, wir haben alles vom Summoner. Wir haben Summoner Sabatons, wir haben Summoner Handschuhe, wir haben Summoner Panzer, Summoner Ketten, Panz, Pups und allen möglichen Bums und Feuerstein von Summoner, aber kein Schwert. Warte mal. Kann es vielleicht sein? Ich beschleunige nochmal. Kann es vielleicht sein, dass wir das tatsächlich kaufen können? Das wäre noch tödlich die Krönung. Ein letzter Blick sei mir gestattet. Denn immerhin sind wir auch vielleicht auch das letzte Mal hier. Da schon mal nicht. Ich halte die Kamera dicht dran, damit die FPS sich da... Naja, damit die nicht so streiken. So, was haben wir hier? Nichts, was ich noch gebrauchen könnte. Panzer. Nö. Ach, hier ist das Kampfhalsband. So, das könnte ich da... Das bringt mir nichts. Ich brauche das nicht verkaufen. Ich habe genug Geld. Was will ich damit noch? Nein. So, ja, so, ja. Interessiert mich alles gar nicht. Okay, gehen wir. Ich könnte noch mal mit dem Meister des... mit dem Hüter des Wissens reden. Aber ich glaube, der hat auch nichts Neues. Heldentat, Schöpfung, lalala, Ringe. Ja, genau. Städte und Zwielicht. Flut, ja, ja, ja. Jawohl, tschüss. So, kann ich nochmal mit der Ulsadana reden? Oh, ich hab schon... Ich drück schon auf Speed, ne? Sehr performantes Spiel, auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel gab es damals auch für PC. Wohl ein paar Jahre später. Die Version hätte ich natürlich auch spielen können, aber blub, sag ich mal dazu. Steht die Ulsadana jetzt da hinten? Oh, quält sich der Bildschirm nach vorne. Tatsache. Der Dämon der Dunkelheit, Bewahrung, Bestimmung, erinnert sich, ja, 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 die neuen Wesen, das sind dann bei der Aufgabenliste. Hat nochmal. Da, da. Schade, das Summoner-Schwert habe ich nicht gefunden. Oder kommt das erst noch? Ich weiß es nicht. Ich drück mal wieder meine Taste zum normalen Zeitverlauf. Und wir machen uns auf nach Linell. Zielort. Ich werde wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen den Speed-Button benutzen, weil ich... Das habe ich gerade gedrückt. Ich wollte den drücken. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Ach komm, was soll's. Das Witzige ist ja, dass auch der Ladebalken schneller geht, wenn ich das drücke. Ach. Brauche ich euch noch? Ich glaube nicht. Pfeife und Parfum brauche ich auch nicht. Rolle, Blitze, Verfluchung, Eis auch nicht. Ja, nö, eigentlich nicht. Ich könnte noch ein bisschen was kaufen, ganz einfach so. Aber ich glaube, das bringt mir nicht sehr viel. Vielleicht kommt ja irgendwann der Moment, wo ich dann halt nicht mehr... Gut, ich habe da jetzt ein paar von. Ja, keine Ahnung. Ich muss das hier nicht tun. Was machen denn die Händler hier? Wir müssen nach Linell gehen. Dahin. Wo wir jetzt hin wollen. Endgültig. Da 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 da. Oh, er zittert schon. Wärst du so freundlich und würdest uns einen Geist beschwören? Hab ich noch den Speed drauf? Ja, ne? Slack tatsächlich. Gut, dann ist das so. Halt, es kämpfen welche. Oh, sie sind wieder wild. Das ist übrigens der Nachteil, wenn man den Naharas Geist beschwört. Der Geist versetzt die gesamte Gruppe in Raserei. Es ist wirklich so. Sie suchen dann die nächsten Ziele aus.
Da, schaut. Sofort weitergelaufen. Boah, 234. Super heftig. Nein, nicht noch weiter. Aber gut, so kommen wir dann wenigstens auch ein bisschen voran. Wenn wir gezielt die richtigen Gegner aussuchen. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Boah, hallo? So, ich muss mal wieder ein paar Ketten machen. Ich habe die Schlange nicht mehr versucht. Laras Geist ist bald... Nee, doch nicht. Ich würde schon sagen, hat den Geist aufgegeben. Sieht noch gut aus. Fühlt sich noch gut an. Oh ja. Wer ist hier nicht? Ja. Muss ich jetzt gegen ihn alleine kämpfen? Gibt es hier irgendwo einen Hilfe-Button? Achso. Mhm. Toll. So stark ist der Geist wohl nicht, aber immerhin verursacht er Raserei. Sie bewegen sich ein bisschen rascher. Ich sehe nicht mal ganz so frisch aus. Und ich habe den Eindruck, Joseph nimmt extrem mehr Schaden, wenn Laharas Geist aktiviert ist. Ja, 62. Schon letztes Mal aufgefallen. Joseph ist wesentlich empfindlicher. Kann man das vielleicht beweisen? Tempo ist runter, aber sonst. Ja, wie man sieht, ein bisschen geskillt habe ich noch. Ein bisschen. Ja. Und wer sich wundert, die Zeit ist beschleunigt. Ja, Absicht. Weil das Spiel, das braucht schon eine gewisse Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo, kommt ihr? Allein schon den Lags wegen. Und der Ladebalken, der dann beschleunigt wird. So. Wieso war Joseph verletzt? Wir holen mal Urats Klinge. Macht einen guten Schaden. Guten Eindruck. Hey, Klinge ist kaputt. Ist der bald mal kaputt? Kaputt, kaputt. Ich muss hier, glaube ich, auch nicht mehr viel suchen. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte hier unten noch Vadagas Horn gefunden. Und zwar war das da. Nee. Ach, hier unten. Das sieht man jetzt nicht. Da muss man noch Treppen runterlaufen, dann ins Eck runter. Naja. Da, wo die Zelte sind. Ne? Ganz in der Tiefe der Kanalisation. Dieses komische Krokodilmonster ist. Oh, gut. Und weiter geht's. Oh. Ich gehe schon mal hier hin. Na, oh, starre. Was macht ihr da? Habt ihr euch jetzt angreifen lassen? Langsam.
hat aber Geld. Wozu ich das noch brauche, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ich gehe schon mal weiter, ne? Jo, moin. Verdammt. Sag mal, du hast immer noch nicht Dings da beschworen. Hier, Klinge. Hallo. So, gut, gehen wir raus. Cool. Jetzt kann ich die nochmal beschwören, oder? Ja, danke. Da war. Feuer! Gib ihm Feuer! Ja! Das Spiel ist abgestürzt. Ah! Kann ich F4 drücken? Bringt nichts. Wisst ihr was? Ich laufe vor den Tempel von Linel. Ich laufe bis zum Palast und wir sehen uns in der nächsten Folge an der Stelle dann wieder. Wird Zeit, dass ich es zum Ende bringe. Es stürzt immer ab. Es hat immer so eine Lags. Gut, das kann jetzt auch an der Geschwindigkeit liegen. Aber, okay. So, beim nächsten Mal wollen wir das Finale sehen. Ciao!